So, wir sind jetzt in unserem Träger. Ein neues, modernes Schiff. Die Wege sind etwas kürzer geworden. Wir labern hier mit unseren alten Kumpels Vagabond und Maniac. Maniac. Klar. Ja, das Großmaul, wie immer. Die Videos lassen sich übrigens in drei Stufen anzeigen. Zum einen hast du, wie wir jetzt hier, den Super VGA-Modus mit True Color. Das Ganze gibt es noch in 256 Farben. Und in einem VGA-Modus, wo diese lästigen Interlace-Streifen weg sind. Und der dürfte wohl auch am schnellsten sein. Der ist dann auch genau für kleine Rechner geeignet. Während Sie sich hier gerade was zulabern, beachte auch die Kulissen, die sind jetzt irgendwie etwas schöner geworden, sieht man jetzt in der Nahaufnahme nicht, aber allgemein haben sie echte Bauten verwendet beim vierten Teil, im Gegensatz zu diesen reinen Bluebox-Szenen vom dritten. Aber ich würde sagen, wir brechen das mal ab und fliegen jetzt in unser neues Einsatzgebiet. Sieht wirklich gut aus. Ja, also da haben sie sich Mühe gegeben, man mag fast glauben, dass der Roberts plant, mit denselben Grafikern einen Kinofilm zu machen. Wer weiß. Gucken wir mal. Ja, und sind jetzt hier gelandet. Das Schöne ist, man muss nicht mehr wie beim dritten Teil ewig lang im Raumschiff rumlaufen. Ich kann jetzt hier einfach auf die Map gehen und kriege es gezeigt, wo ist was. Hier siehst du diesen roten Punkt. Das ist ja clever. Es gibt noch grüne Punkte, das heißt, da kannst du mit den Leuten reden, musst aber nicht. Rot heißt, hier muss ich unbedingt hin, damit die Handlung weitergeht. Dieses rumsuchenden Feld. Ja, es gibt wie üblich den Einsatzbefehl. Und was sie jetzt wirklich toll gemacht haben, diese Billardplatte oder was das sein soll, oder Tischfußballplatte, zeigt halt wirklich das richtige Einsatzgebiet, in das du jetzt kommen wirst. Mit anderen Worten, wir haben jetzt gleich eine Bodenmission und wir müssen hier jetzt halt einige Gebäude finden und fotografieren, quasi so eine Art Fernspähauftrag erfüllen. Also auch ein bisschen andere Mission, als man es in den ersten drei Teilen kennt, mal was Neues gemacht, ne? Ein bisschen was Neues durchaus, vor allem scheint es mir, als wären die Missionen sehr viel verzweigter. Das heißt, wenn du eine Mission nicht erfüllst, dann geht es trotzdem weiter, aber zum Beispiel mit dem Detail, dass eine nicht aufgespürte Piratenbasis wirklich erst noch gefunden werden muss, was das Ganze dann etwas schwieriger macht. Ja, klingt spannend. Jetzt können wir uns noch kurz die Bewaffnung ansehen. Das macht man jetzt alles über das Hauptterminal. Zum Beispiel kann ich hier jetzt die Schiffskonfiguration ändern. In normalen Missionen könnte ich auch noch meine Flügelpiloten, wie es so schön heißt, ändern. Aber jetzt fliegen wir alleine, nehme ich an. In dieser Mission fliegen wir alleine. Also hier das Übliche, links die Raketen und so weiter. Die Schiffe, gerade haben wir eh nur dieses Anfangsschiff. Okay, und dann würde ich sagen, ja, fliegen wir los. Würde ich sagen, auch los. Okay, jetzt sitzen wir im Flugzeug und können unseren Einsatz beginnen. Beamer starten wir vom Raumschiffträger aus. Kann man auch von hinten schön anschauen. Es gibt jetzt, wie ich dir kurz zeigen kann, eine Art Rückspiegel. Das heißt, wenn ich nicht gerade auf das Raumschiff draufknalle, siehst du jetzt hier, was hinter dir ist. Ist natürlich sehr praktisch für Dogfights, wo dir irgendein Gegner im Nacken hängt. Das ist gut, ja. Gut, wie üblich drücken wir den Autopiloten. Und los geht's. Und sausen zu unserem Planeten. Das ist der Planet, genau. Genau. Da bin ich mal gespannt drauf. So, da warten schon ein paar Gegner auf uns. Ja, du machst damit links fertig, oder? Genau. Es geht ja jetzt nicht mehr gegen die Kilratis, sondern gegen böse Piraten, die irgendwie auftauchen und einfach harmlose Lazarettschiffe und so weiter angreifen. Und wir also sind jetzt... Ist eine völlig neue Story im Endeffekt. Ja, Mai, du kämpfst immer noch gegen irgendwelche Leute, aber es ist nicht mehr dieses elendige Macht-die-Katzenwesen fertig, sondern doch mal ein bisschen was Neues, also mehr so bürgerkriegsmäßig. Ah ja, da gibt es sicher noch einige Verwicklungen und so. Ja, genau, du errätst es, aber wir wollen ja nicht zu viel verraten hier. Ja, klar. So. Wenn du dir die Texturen anschaust, dann weißt du, was sich geändert hat im Vergleich zum dritten Teil. Das ist einiges. Das ist dann mehr so Strike Commander, die ganzen Geschichten, was ich vorher mit anderen Programmen hatte. Eine richtig schöne Textur, verschönerte Landschaft und nicht mehr diese komischen, sehr, sehr eintönigen Flächen aus dem dritten Teil. Also jetzt wirklich dann Weltraum-Action und Flugsimulation quasi für Simulation sagen wir mal nicht dazu. Aber es ist für das Auge was geboten. Du brauchst natürlich einen guten Rechner dafür, also ein 130er Pentium sollte schon sein, wenn du das in Super VGA spielen möchtest. Aber VGA, denke ich, geht auch mal ein kleiner Rechner. VGA geht auch auf kleineren und ist eigentlich auch noch recht schön. Wie du auch siehst, die Cockpit-Anzeigen sind jetzt etwas detaillierter als früher. Du hast auch nicht mehr das Umschalten zwischen Cockpit und Vollbilddarstellung. Sondern generell Vollbild. Es gibt immer nur diese. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann ist die auch wirklich nützlich. Hier hat man zum Beispiel ein Höhenmesser. Hier siehst du, wie deine Waffe gerade ausgelastet ist. Hier dein Treibstoff. Ja, also alles kleine Details, die sich doch eigentlich ganz gut machen im Vergleich zum alten Teil. Ja, wobei es hat sich halt nichts Grundlegendes geändert. Also das muss man ganz klar sagen. Sie haben die bestehende Engine genommen, ein bisschen verfeinert und vor allem an den Missionen gearbeitet. Und dann geht's wieder heim? Und dann geht's wieder. Ups. Mission abgeschlossen. Jawohl. Ta-ta-ta-ta.